Und hier sind wir auch schon wieder hier zurück bei Yesterday. Ja, der Boris, der steht hier und beobachtet uns. Ah, da dürfen wir uns ja schon wieder einfallen lassen, was wir hier zu machen haben. Ich hatte jetzt eine etwas längere Pause und ich muss mich hier noch mal ein bisschen reinarbeiten, sagen wir es mal so. Tja, der hat den Hörer, den wir brauchen. Tja, ich bin mal am gucken, was wir hier machen können. Das ist ja natürlich zu. Ach so, wenn wir versuchen, es zu öffnen, erschießt er uns. Alles klar. Gut, dann müssen wir irgendwas hier vorne machen, weil da kommen wir ja auch nicht raus. Ach so, der hat die Seiten komplett zugemacht. Oh oh. Oh, der hat nur die eine Seite zugemacht. Okay. Ah, da ist noch eine Münze, verdammt. Ja, aber die können wir ja, glaube ich, noch gar nicht rausholen. Naja, mit S kann es, glaube ich, schneller. Ja, genau. Tja, okay, dann lass mal überlegen. Wir haben eine Dose, wir haben Klebeband. Vielleicht die Münze in die Dose und dann zukleben. So, dass wir dann irgendwas haben zum Ablenken. Okay, wir können hier hingehen. Ich bin mal ganz vorsichtig. Personal, Escape, Choke und Telefoncall. I think I know what that phone call you received earlier was about, and I wanted to say that I'm sorry. What are you sorry about, eh? There's nothing to be sorry about. They'll find Danny. They'd better. Happy birthday. Ah, ich weiß nicht, ob wir das nehmen sollen. Are you the person who brought the toys that are on the platform? Yes. Danny will want toys. Did you know it was his birthday? I'll go pick him up at school. We'll catch the subway at Cadway Station, and I don't want to be late. No overtime today. I'll drop whatever I'm doing and go to meet him. Happy birthday. Is your name really Boris? You don't have an accent. I don't want people to remember my real name. I hate names. If Choke calls me Boris, I'm Boris. And many happy returns. Okay. What did you do before you lived here? Me? I set prices for things. Companies used to pay me a fortune for me to tell them if something was expensive or cheap, if it was worth buying or selling at a certain price. I worked a lot. Too much. It wasn't worth it. Tja. Let me go. Please. My family is wealthy. They can pay you a handsome reward. I used to make $3,000 a day. 3,000! And look at me now. Do you think I give a shit about money? Nee, da hast du recht. I'm the heir to White Enterprises, and someday it'll all be mine. Help me escape, and I'll make you rich. I don't want to be rich. There's only one thing I want, and you can't give it to me. Not you or anyone else. But he will turn up. Make a wish. Do you really think he wants to kill me? Choke doesn't mess around. For him, this is sacred ground, and you've profaned it. If he decides you should die, you die. Na super. Do you think Choke is crazy? A total nutball. He must have been hit on the head or something, because he can't remember anything from when he was young. What a shame. Look, wax from the candles has dripped on the cake. Sometimes he remembers things. Little flashes having to do with the scar on his hand. With the white.
like now, and thinks he's in the past. Funny old bastard, isn't he? Okay, der hält auch nicht wirklich viel von dem alten Knacker da hinten. Who is Choke? The reason I'm still alive. How old are you turning today? I would have rotted here if he hadn't come with his energy, his pickpocketing techniques, his drivel and his will to live. Okay, tja, jetzt haben wir ihn alles gefragt, was nur geht. Er will ja Spielzeug, ne? Was ist hier mit? Hauen wir ihn damit einfach K.O., Mann. Tja, vielleicht das Ding in den Koffer? Schade, ich dachte, wir können das quasi so einpacken als Geschenk und dann ihm geben für seinen Sohn. Und er lässt uns dafür frei. Aber das war ja mal leider nichts. Okay. Er hat da seine Knarre. A crazy hobo. Was heißt jetzt Hobo? Aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Tja, eine sehr seltsame Münze. New York City. Was steht da unten? Transit Authority. Okay. Tja, was können wir jetzt hier verwenden? Naja, wenn ich es... Ich will versuchen, das hier zu zerschneiden, aber dann wird mir gesagt, dass wir das nicht zerschneiden möchten. Okay. Wir werden einfach alles ausprobieren, so. Warte mal, hat er jetzt gesagt, dass die Batterien leer sind? Ach so, nee, die Dose ist leer, alles klar. Ich wollte gerade sagen, Mama. Okay, können wir das Kabel zusammenkleben? Na, hier können wir so gar nichts machen. Zeitung können wir nicht anschauen. Wollen wir ihr einen Koffer geben, dann passt es vielleicht noch ein bisschen zusammen. Was können wir damit machen? Wir können links und geradeaus nichts machen. Da würde Boris uns erschießen. Ja, ja, wir wollen das nicht. Alles klar, alles klar. Okay, Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach draußen. Und dann nochmal nach hier oben, wenn es geht. Okay, da können wir also nicht hin. Es wurde uns verboten. Da war mal wieder die Post. Ach nee, so ist das nun mal. Gut, okay, also.
da wir irgendwie gerade nicht weiterkommen. Ich meine, ich würde das Keyword ja ganz gerne dem Boris auf den Kopf hauen und ihm so das Telefon wegnehmen, aber das funktioniert leider nicht. Okay. Da interessiert mich nichts. Stein ist zu schwer und wir können da nicht weiter. Die Münze kriege ich auch noch nicht raus. Oh, wir haben ein... Oh. Ein Spielzeugtelefon. Ich glaub's ja nicht. Können wir das... Okay, wir könnten den Receiver vom Spielzeugtelefon benutzen. Okay, gut, dann lass mal gucken. Können wir das abschneiden? Okay, das hat funktioniert. Nanu? Refers to you. But you could use the receiver from the toy telephone. Ja. But right away you see... Stupid idea. Wieso ist das eine dumme Idee? Können wir das hier noch auseinanderschrauben? Geht nicht. Können wir es zerhacken mit unserer kleinen Figur? Geht auch nicht. Den Hörer? Wieso ist das doof? Das ist doch keine dumme Idee. Dann schmeißen wir diese Münze da rein und können hier telefonieren. Okay. Will der Boris das Dings haben? Das kaputte Spielzeug. Vielleicht repariert er das ja irgendwie. Also, als wir das hier ihm geben wollten, haben wir realisiert, dass das nicht wirklich das ist, was wir tun wollten. Okay, okay. Gut, was ist denn mit der Dose? Können wir das irgendwie hier verbinden? Dem Keyboard? Boris is waiting for a call. Help him. Okay, wir sollen ihm helfen. Denn er erwartet ein Telefonat. Nur wie? My group works to give people like you a future. No. Anyway, aren't you rich? Why do you help homeless people? I like doing things for myself. Someday, when the White Empire is mine, I'll cover all the cost of the Children of Don Quixote and of 1,000 other associations. But it isn't mine yet, and I can only do so much. Okay. Tja, muss warten, bis seine Familie da abtritt. Is Choke the one murdering the hobos? What kind of question is that? Choke? A hobo killer? What if it's me? Or you? Would you like a piece of cake? Okay. So, wir haben alles gefragt. Geben wir ihm doch hier den Hörer. Call for you on this phone, Boris. Oh. Hello? Where is Danny? Where? No, I don't read the papers. What happened at Cadway Station? No. It's not him. That child is not my Danny. It's not him. You understand? That is not my son. Look, keep looking and call me when you find him. Not someone else. Him! Oh, der ist total bekloppt in der Birne. Oh, alles klar. Okay, wir haben jetzt das richtige Telefon. Ah, interessant.
Okay, cool. Können wir es benutzen? Wahrscheinlich noch nicht. Wir brauchen noch dieses Wähltastending hier. Funktioniert nicht. Okay, können wir das denn noch irgendwie auseinanderschrauben? Jetzt mittlerweile auch nicht. Oder müssen wir eine Münze einwerfen zum Telefonieren? This type of telephone doesn't accept tokens. Alles klar, vielleicht können wir die hier reinschmeißen und kriegen dann das Original raus. And you get a trapped coin to drop. Jawoll! Haben wir sie? Oh, wir haben sogar beide. Interessant. If you could place a call from this phone, you could pay for it. Doesn't case. Alles klar. Ich will mich verarschen hier. Sollen wir das nochmal versuchen oder sollen wir die nochmal reinschmeißen? Geht nicht, okay. Ja, wenn wir die reinhauen, um irgendwas zu bekommen? Ja, okay. Hm. Vielleicht geben wir die Münze dem Boris und er geht dann hier nach draußen und telefoniert dann. Weil er guckt auch die ganze Zeit auf das Telefon, ne? You can't buy me, heretic. I spit on your money. Nett. Ich wollte dir die Münze geben, damit du da auch telefonieren kannst, mein Freund. How should I know? The letter Y means something to choke. Didn't you see his hand? Och, scheiße. What do these mannequins in the hall symbolize? Ask Choke. I understand they're his fellow cult members. Didn't I tell you that Choke was in a cult? Oh. Are you coming to the party? Oh, so, so. Of course. They found your son here, in the rubble, didn't they? It wasn't him. My Danny is alive and he'll turn up. He will turn up! Hmm. Okay, gucken wir mal noch mit dem Telefon. Even so, you know, receiver and there's a deal, dial tone, and you have a coin. Keypad is broken. To place a call. Ja, das Tastenfeld ist noch kaputt, ne? Was könnten wir denn damit machen? Können wir das Telefon, das Keyboard hier irgendwie... Aha. Cool. Boah, geil. Oh, wetten, der pennt. Oh nein. Alter. I'm watching the van, man. It's just that. Come, Cooper. But didn't you want me? They're crazy and armed, you hear me? Be careful. Come on, Henry. No way I'm falling for that. The time's come, heretic. Prepare to die. Uh-oh. Oh, jetzt spielen wir ihn. Afraid of the dark, Cooper? Why don't you make a torch? Oh, yeah, now I remember, because you don't know how! Look, everybody, at the idiot who can't figure out how to make a torch! But no laughing, because it's pathetic, and he's a scumbag. You're a scumbag, aren't you, Cooper? You're pathetic, and you're a scumbag, right? Huh? Mr. Scumbag! Oh mein Gott. Was zum Heck war das denn? Oh Mann.
Oh Mann. Okay, was haben wir hier gekriegt? Oh mein Gott. Okay, da haben wir schon mal ein Stück Stoff. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein Holzbrett, so wie das da unten. Oder können wir hier noch was rausholen? Nein, das war's. Woanders geht's hier, glaube ich, auch nicht lang für uns. Okay, ein Stück Draht. Können wir noch was nehmen? Nee, ne, das war's. Und aus dem Mülleimer kriegen wir auch nichts mehr. Okay, irgendwas scheint im Mülleimer zu stinken. Okay, was haben wir hier? Eine Box. Na, immerhin haben wir schon mal Streichhölzer. Jetzt fehlt uns aber eigentlich nur noch etwas, womit wir ja, ein Stück Holz irgendwie, damit wir das Tuch da drum machen können. Dann brauchen wir so, so eine Art Öl oder so. Warte mal, was ist denn mit den Autoschlüsseln? Können wir damit irgendwas anstellen? Nein. Und mit dem Ding? Gut, dann... Na, das sind ja schon die Streichhölzer. Da haben wir ein paar Dosen. Ja, natürlich ist es verschlossen. Aha, ein Baseballschläger, das ist schon mal gut. Oh, wir wollten das hier mitnehmen. Okay, sehr gut. Dann tun wir doch schon mal hier das Ding um den Baseballschläger mit dem Draht. So bleibt es fest, genau. Und dann hauen wir ein bisschen Benzin auf die vorderen, auf das obere Stück. Genau, sehr schön. Und dann machen wir es einfach nur noch an mit dem Streichholz. Boah, voll der Schrank, ey. Heftig. Wohin gehst du? Playing with fire, Cooper? Are you scared of the dark? Do you want me to change your sheets? Or would you rather I peed in your bed to save you the time, scumbag? Die Musik ist einfach genial. Und wozu hat er die Tonne angezündet? Das verstehe ich gerade nicht. So, da sind wir auch jetzt schon drin. Ah, Bagheera, was ist los, ne? So, jetzt sind wir auch schon wieder da. Hm. Können wir irgendwas mit dem Mosaikstückchen machen? Ah, wir hatten doch... Besser nicht mit dem Autoschlüssel. Oh, komm. Wir versuchen mal damit reinzukommen. Okay, er scheint, glaube ich, nur der Muskelprotz der Truppe zu sein. Er hat keine Ahnung, wie das geht. Telefonieren können wir auch nicht einfach. Gut. Dann untersuchen wir einfach nochmal alles. Oh, ist das gerade dunkel. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Try to move the rubble. Stairs. This is a big... Okay, er hat sehr schnell aufgegeben. Können wir mit dem Baseballschläger da was raushauen? Können wir nicht. Okay, gut. Und da einfach rein geht auch nicht. You use the greatest resource, brute force, to try open the doors. Okay. Tja, mit Gewalt kriegt man nicht immer alles. Der Schlüssel dürfte eigentlich auch nicht funktionieren. Genau, da ist kein Schlüsselloch.
Ah, lol. No, Cooper, leave it there. It will help you get over the tracks. Here is a friend and he knows how to explain things. Okay, okay. Ich dachte, vielleicht können wir das hier hinlegen. Aber selbst das funktioniert nicht ganz. Es scheint so, als könnten wir aber noch irgendwas hier anzünden oder so, weil wir haben noch wir haben hier das Gas, also hier das Benzin, und wir haben noch die Streichhölzer. Was könnte hier denn noch brennen, außer das Holz da hinten? Können wir noch mal Feuer machen? Nee, so wie es ausschaut, nicht. Ich versuche noch mal hier. You burn the plant, you might end up setting the entire station on fire. Okay, er will also nicht hier das Feuer dran machen, weil wir könnten ja alle verbrennen. Ah, die Eisenstange, die wir mit Henry schon da hinten hingelegt hatten. Vielleicht kriegen wir sie mit diesem Muskelprotz jetzt hier endlich auf. Na, Halleluja. Ja, sehr schön. Dann mal ab rein da. Oh mein Gott. Wieso steht die denn jetzt? Ja, warte, du. Cooper, you scumbag! Why did you hit Johnson, huh? He said what about your mother? There's probably some truth in it. And it's about time you learned to think instead of resorting to violence all the time. You are pathetic, Cooper. Oh Mann, das ist so genial, wirklich. Das haben die sehr gut gemacht. Ah, da haben wir hier das Telefon. Okay, in der rechten Tasche sind Kugeln drin. Oh, sie waren. Können wir das nicht nehmen? Aha, das Telefon, alles klar. You grab the plastic receiver in the left pocket. Alles klar. Können wir noch irgendwas nehmen? You take the trench coat if it were black, but it's not. Also, wir würden das nehmen, wenn der Mantel schwarz wäre. Aber da es nicht schwarz ist, nehmen wir es auch nicht. Alles klar, gut, okay. So, wir haben Kugeln, wir haben ein Telefon. Und ich weiß nicht wirklich, was uns das weiterbringen soll. Vielleicht schaffen wir mit ihm jetzt hier die Steine wegzumachen. Denn er ist doch so ein Muskelprotz. Okay, selbst da macht er ein bisschen Probleme. Kann er hier noch irgendwas mitnehmen? Okay, er hat sich entschlossen, nichts mitzunehmen. Alles klar. Okay. Ja, das Pad ist immer noch zerbrochen. Da ist nichts. Gut, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach oben, so langsam. Oh, er konnte es abmachen. Oh, sehr cool. Ja, er ist auch so, wie gesagt, ein Muskelprotz. Carefully as you can, you stick out your head and... After cleansing my soul of lies of the malignant one, I have filled it with discernment and have reached a decision. The heretic Henry White shall be subjected to the judgment of God, and thereby shall be flung into the well of truth. If the rats, those diabolical beings that inhabit it, perceive traces of divine goodness in Henry White's soul, they will rise up against him, tearing into his mortal flesh with their nails and teeth until he bleeds to death. In this case, we will rejoice at having led the soul of a just man to heaven. But if on the contrary, Henry White is as diabolical as they are, they will treat him with respect. And in that case, I myself shall, with a single shot, send his abominable, detestable, and repugnant soul to hell. Nevertheless, before flinging him into the well, I shall grant him enough time to ask forgiveness of the high one and prepare his soul.
We pray silently for your poor soul, Henry. Oh Gott. Und da die ganzen komischen Marionetten, alter Falter. Sieht schon ein wenig gruselig aus. Da ist die Waffe. Oh, der will uns da runterschmeißen? Echt jetzt? Und da hinten ist unser Kollege. Wir müssten ihm die Waffe irgendwie zuschmeißen, so dass er sie bekommt und laden kann mit den Kugeln. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wen spielen wir gerade? Spielen wir jetzt den Typen oder spielen wir jetzt schon ihn? Das ist ein bisschen... Okay, das geht auch nicht. Ich denke mal, dass wir ihn spielen, also unseren großen Koloss hier. Okay, wir könnten einen von diesen hier benutzen als Schild, so dass wir halt nicht nicht angeschossen werden. Ich bin gerade ein bisschen am Grübeln. For Christ's sake, Cooper, will you stop blubbering? You're a disgrace to the young pioneers. But you know what? That's over. Oh, now he's wetting his pants like a little old lady. Who'd you learn that from? Your sainted mother? Boah, Alter. Der Typ ist ja echt ein Arsch, ne? Okay, lasst uns mal schauen. Key of the back of the van. Das ist, ja, das ist klar. Können wir damit irgendwas machen? Anscheinend nicht, okay. Können wir Henry nicht anrufen damit? Dann werden die abgelenkt. Anscheinend aber nicht. Kann er jetzt das Tor knacken? Ich meine, eigentlich ist es ja offen. Hmm.